Hallo zusammen, heute zeige ich euch einmal ein bisschen einen anderen Rasenmäher. Und zwar den Brill Hattrick, der hat eine Lüfterwalze und das normale Mähwerk. Wie immer, wenn man Rasen mäht, ganz normal vorher Ölkontrolle, Kraftstoffkontrolle und die üblichen Arbeiten. Zur Arbeitsweise des Rasenmähers: erst mähen, dann lüften, wobei der Lüfter eine Walze ist, die durch den normalen Motor angetrieben wird, hier über Keilriemen, und das Moos und das Unkraut oberflächlich aus dem Rasen entfernt. Das wird dann gleichzeitig wieder aufgefangen im Fangsack und kann aber, sage ich jetzt einmal, einen richtigen Vertikutierer nicht ersetzen, weil es nicht so tief reingeht und weil es keine richtigen Messer hat. Die ideale Schnitttiefe fürs anschließende Vertikutieren sind ungefähr 3,5–3 cm. Das heißt, je tiefer man den Rasenmäher stellt, desto tiefer tauchen dann auch diese Zapfen dieser Lüfterwalze ins Gras ein und entfernen mehr Moos und mehr Unkraut. Jetzt hier beim Starten kann man gut erkennen, wenn der Rasenmäher im Gras steht, springt er natürlich nicht so gut an. Das heißt, ich hebe ihn dann ein bisschen an. Dadurch hat das Messer weniger Widerstand und der Rasenmäher springt deutlich leichter an. Jetzt hier von unten einmal den Rasenmäher. Das sieht man ganz klar und schön. Auf der linken Seite das normale Messer, also den Messerbalken, und in der rechten Hälfte, in der vorderen Hälfte des Rasenmähers, dann diese Walze mit diesen kleinen Drähten dran. Und diese Drähte, die vertikutieren bzw. lüften den Rasen. Das sind so kleine Häkchen und die drehen sich dann und nehmen das Moos raus. Diese Lüftewalze wird dann über diesen kleinen Hebel hier im vorderen Bereich des Rasenmähers aktiviert. Man kann das Ganze einschalten, wenn der Motor läuft, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, und natürlich auch bevor man den Motor startet. Ich mache es immer, wenn der Motor läuft, dann springt er leichter an, weil er natürlich wieder weniger Widerstand hat. Wenn jetzt hier die Lüfterwalze mitläuft, sieht man ganz deutlich bei der Rückwärtsbewegung des Rasenmähers, wie dieses Moos liegen bleibt, weil es ja nicht auffängt in der Vorwärtsbewegung. Nehmen diese rotierenden Schneidmesser des Rasenmähers durch den Luftstrom das Moos auf und blasen es dann in den Fangsack. Hier sieht man, ich mache das Ganze vorwärts-rückwärts. Einfacher oder besseres Ergebnis erzielt man, wenn man vorwärts fährt und beim Rückwärtsziehen des Rasenmähers den vorne ein bisschen anhebt, sodass die Lüfterwalze nicht im Gras ist und dadurch auch nicht arbeitet. So, jetzt hier am Ende des Lüftervorgangs bzw. des Vertikutierens kann man ganz gut erkennen, wenn man den Grasfangsack oder den Korb in diesem Fall hier abnimmt, wie das Moos gesammelt wurde. Es ist relativ viel.
Dieser Korb auf einer kleinen Fläche füllt sich nochmal komplett, also das heißt, es wird fast nochmal so viel abgenommen. Hier alleine beim Mähen, wenn man Gras hat, ist ungefähr, sagen wir mal, 4, 5 cm hoch ist, so wie es also hier war. Es entsteht nochmal die gleiche Menge an Material. Ja, dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Und mehr von diesem Mäher, auch im Einsatz, im tiefen Gras, findet ihr dann auf meinem Kanal in der entsprechenden Playlist. Danke, tschüss.